Hallo liebe Camper, ich bin Jakob von Last and Us und heute zeige ich euch, wie ihr innerhalb von 15 Minuten ohne Installationsaufwand euer Wassersystem von eurem Kastenwagen, wir fahren jetzt einen Adria Twin Supreme 640 SLB, entwässern könnt. Dafür braucht ihr ein Floe, eine Pumpe, ich habe jetzt hier so eine elektrische, könnt aber auch eine Handpumpe nehmen. Und ein Tuch. Ja, also als erstes müssen wir hier noch das Wasser rauslassen aus der Dusche. Das heißt, ich schraube das jetzt hier einmal kurz ab. Da ist gar nicht mehr so viel drin gewesen, ne? Zum Glück. So. Dann schraube ich das hier ab. Achso, sieht man es? Upsala. Und dann kommt die Floe. Das Gewinde passt einfach da drauf. Einfach draufschrauben. Zack. Und hier vorne haben wir dann die Tülle für den Anschluss. Habe ich hier 1,1 Bar vorprogrammiert. Dann schließe ich das an. So. So, also ich habe jetzt den Duschschlauch abgemacht und das Floe an den Anschluss rangeschraubt. Wichtig ist, dass alle Hähne zu sind. Die Easy Pump habe ich jetzt auf 1,1 Bar programmiert. Ich mache jetzt den Hahn auf, damit die Luft reinkommt. Wichtig ist, Pumpe muss ausgeschaltet sein, damit die nicht auslöst. Und jetzt starte ich den Vorgang. Und jetzt sieht man hier, wie sich der Druck aufbaut. So, die Pumpe hat jetzt abgeschaltet, automatisch, nachdem wir unseren Druck erreicht haben. So, dann wollen wir mal schauen, wie viel Wasser jetzt noch kommt. Ich hatte jetzt das Wasser komplett ablaufen lassen. Es kam jetzt durch die Pumpe nichts mehr. Aber im ganzen Wassersystem ist jetzt noch Wasser drin natürlich. Und das kommt jetzt durch den Luftdruck raus. Also, ja, bestimmt so 100 bis 200 Milliliter, schätze ich mal. Dann kommt jetzt Durchgang Nummer 2.
So, Nummer 2. Den zu Hause zu machen, sonst geht er nicht. So. Jetzt geht's in das. Und jetzt haben wir ein gutes Gefühl, dass wir jetzt, kann ich das alles abbauen hier. Nehmen wir das hier wieder ab. So. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja.